Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es richtig gesehen, wir werden heute meine Freundin Hannah für ganze 24 Stunden in Minecraft pranken. Ihr seht, ich habe schon richtig, richtig coole viele Hacker-Items, mit der wir Hannah richtig cool pranken können. Die können alle richtig coole Sachen, Leute. Zum Beispiel haben wir hier ein Morph-Gerät, mit dem kann ich mich einfach mal in alle Mobs verwandeln. Oder wir haben eine echte Portalgun, mit der können wir Portale machen und noch viel, viel mehr andere coole Sachen. Aber egal, ich würde sagen, Leute, wir dürfen nicht so lang um den heißen Brei reden. So, dann würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den... Lumi! Was war das? Das war nur meine... mein Telefon. Ich habe mir ein neues Handy gekauft, Hannah. Das neue iPhone 16. Ja, ja, ja. Zeig mal. Ja, so sieht das aus. Siehst du, man hat ein paar Knöpfe. Das ist aber auch gar nicht weiter interessant. Ich würde sagen, warum bist du bei mir? Wie kann ich dir helfen, Hannah? Du hast so viele Diamanten. Und ich brauche auch welche. Und ich wollte dich fragen, ob du mitkommen willst, mir welche holen. Ach so, du willst, Diamanten? Ha, ja, wenn das so ist. Leute, ich will sie doch pranken. Wir haben keine Zeit, um Diamanten zu finden. Komm, Lumi! Warte, Anna, ich komme. Leute, wir müssen das anders machen. Ihr müsst jetzt alle das Video liken, denn ihr könnt in dem Video mitmachen. Denn pro Like erscheint ein Diamant. Glaubt mir, ihr müsst nur ein Like da lassen. Kommt schon. Oh. Oh, seht ihr, Leute, der erste Like. Komm schon, ihr müsst alle liken. Noch mehr, mehr Likes. Ich will richtig viele Diamanten haben. Schaut, es funktioniert. Ich krieg richtig viele Diamanten. Ihr seid die Besten. Die werden wir jetzt alle Hannah geben. Oh, perfekt, Leute. Schaut, da vorne ist Hannah. Aber warte, nein. Bevor wir ihr die Diamanten geben, werden wir sie direkt pranken. Wartet. Hannah, gib mir ganz kurz eine Minute. Ich muss noch mal schnell auf Toilette. Och, Lumi, beeil dich. Wir müssen los. Mach ich. Bis gleich. Ich gehe schnell Pipi machen. Oh, Leute, Leute. Ich habe eine coole Idee, wie wir sie als allererstes pranken werden. Und zwar hier. Schaut mal. Ich habe mir schon etwas vorbereitet. Oh, ich hoffe, sie sieht das nicht. Wir nehmen jetzt einen Amboss, Leute. Dann habe ich hier ein Buch mit der Verzauberung Fluch des Verschwindens. Und wenn wir uns jetzt die Diamanten und das Buch nehmen, können wir die Diamanten verzaubern. Zack. Okay. Und jetzt schnell die Beweise vernichten. So, und jetzt haben wir verzauberte Diamanten mit Fluch des Verschwindens. Wenn Hannah die einsammelt, werden die sie später in Luft auflösen. Hannah, weißt du, ich habe heute eigentlich keine Zeit, ja, um Diamanten zu sammeln. Ja, deshalb habe ich mir gedacht, wie wär's, wenn ich dir einfach ein paar von meinen Diamanten gebe? Wow, die leuchten voll. Ja, hier, du kannst alle haben, Hannah. Nimm sie ruhig, jedes Stück. Ich gebe sie dir alle. Oh, ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Spaß damit. Danke, Lumi. Ja, bis später. Oh Mann, Leute, das wird so cool. Die werden sich gleich in Luft auflösen. Wir müssen nur warten, bis es soweit ist. Und damit wir das auch heimlich beobachten können, würde ich sagen, kommt direkt unser nächstes Tool zum Einsatz. Und zwar, Leute, würde ich sagen, benutzen wir jetzt unsere Portalgun. Wir müssen herausfinden, wo Hannah ist, ohne dass sie uns sieht. Deshalb machen wir jetzt ein geheimes Portal. Ich würde sagen, wir öffnen das hier hinter dem Baum einmal. Zack. So, das Portal steht. So, jetzt müssen wir noch gucken. Da ist Hannah. Sie läuft zu ihrem Haus. Das heißt, wir werden das Portal da oben platzieren. Und zack. Okay. Ich hoffe, das hat funktioniert, Leute. So, jetzt schaut euch das an. Es hat funktioniert. Das, Hannah. Sie läuft gerade die Treppen runter, wartet. Und zack, jetzt bin ich hier oben. Jetzt müssen wir Hannah nur beobachten, was sie mit ihren Diamanten macht. Schaut mal, sie will sich irgendwas craften. Ich baue mir jetzt eine ganze Rüstung. Und dann bin ich genauso cool wie die anderen. Das wirst du noch sehen. Ich hoffe, der Prank funktioniert, Leute. Komm schon, die Diamanten müssen verschwinden. Bitte, bitte, bitte. Hä? Meine ganzen Diamanten sind weg. Es hat funktioniert, Leute. Unser Prank ist aufgegangen. Ha. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht traurig. Mann, wo sind die? Die habe ich doch von Lumi. Och, Mann.
Oh, sie ist traurig. Aber egal, das ist ja nur ein Prank. Ich würde sagen, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen direkt den nächsten Prank durchführen. Hm, dafür habe ich auch schon eine Idee. Wir müssen dafür aber warten, bis Hannah aus dem Haus geht. Sie ist gerade im Haus. Komm schon, Hannah, du musst aus dem Haus rausgehen. Sie ist gerade da oben, Leute. Bitte, bitte geh aus dem Haus. Ja, ich glaube, sie geht mich jetzt suchen. Oh nein, ich glaube, sie will zu... Will sie zu mir? Nein, 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 wir müssen uns beeilen, Leute. Stopp, schnell ein Portal. Oh, komm, schnell, schnell, schnell und rein ins Haus. So, okay. Oh nein, Hannah ist gleich da, Leute. Schnell, 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 rein ins Haus. Oh, und weg. Lumi, wo bist du? Was ein schönes Buch. Hannah, Hannah? Wo bist du, Lumi? Ich sehe dich nicht. Ich bin zu Hause. Hi. Lumi. Was ist los, Hannah? Ich habe die ganzen Diamanten verloren. Oh, das ist ja echt jammerlich. Ja. Vielleicht sollten wir doch neue Diamanten besorgen. Aber weißt du, wir besorgen dir nicht nur Diamanten, sondern wie wär's, wenn wir dir auch Emeralds besorgen? Diese grünen Smaragde, die magst du doch auch. Ja, dann kann ich mit den Villagern handeln. Und vielleicht geben die mir ganz viele Blumen. Das ist eine coole Idee. Dann lass uns auf den Weg machen, Hannah. Wir werden dir jetzt ganz viele Rubine und Emeralds besorgen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und dann können wir auch direkt den nächsten Prank machen. Wird endlich Zeit, Leute. Hannah, lass uns eine schöne Höhle suchen. Ich glaube, da hinten, da sollten wir eine finden. Du musst mir nur folgen. Irgendwo hier. Lauf einfach da lang. Ich glaube, da finden wir eine. Ja, bis gleich. Oh nein, Leute. Wir müssen den nächsten Prank durchführen. Wartet, ich habe doch ein Jetpack. Oh, jetzt schnell nach oben damit. Und los geht's. Da unten ist Hannah. Schnell, schnell, schnell nach oben. Wow. Okay, ich hoffe, sie sieht mich hier oben nicht, Leute. Jetzt schnell den Jetpack abziehen. Und jetzt kommt direkt der nächste super coole Prank. Und dafür brauchen wir diesen magischen Stab, Leute. Denn ihr seht unten links, damit habe ich richtig coole Fähigkeiten. Und ich werde jetzt einfach einen richtig großen Felsbrocken hier runterrollen lassen. Direkt über Hannah. Sie müsste jetzt irgendwo da unten sein. Okay, jetzt oder nie, Leute. Komm schon, Felsbrocken beschwören und zack. Oh, oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Leute, es hat funktioniert. Wir haben Hannah geprankt. Oh, oh. Oh nein, ich glaube, sie ist... Oh, oh, schnell nach unten. Komm schon, Jetpack. Oh, oh. Komm schon, Lumi. Ab nach unten mit dir. Oh, Leute, ich kann es nicht glauben, wie cool das funktioniert hat. Wir haben Hannah einfach reingelegt und sie mit einem riesigen Felsbrocken überrollt. Oh Mann, das war richtig lustig. Jetzt klaue ich mir ihre Diamantenrüstung. Warte mal, das ist sogar meine. Die hat sie mir geklaut. Ha, das hast du davon, Hannah. Okay, Leute, das war Prank Nummer 2. Ich würde sagen, wir müssen direkt zum nächsten Prank kommen. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt langsam beeilen. Denn ihr seht, es wird schon langsam dunkel, Leute. Nichts wie ab nach Hause. Oh nein, ich hoffe, Hannah ist nicht sauer. Aber ich meine, woher soll sie wissen, dass ich das war? Ich meine, ich habe doch keine Superkräfte. Also davon weiß sie zumindest nichts. Oh Mann, ich würde echt gern Braxy und Odi und Schleimi zeigen, was ich für coole Pranks habe. Aber die sind noch im anderen Dorf. Die sind nämlich gerade umgezogen. Oh, Leute, ich gehe jetzt erstmal schnell nach Hause. Oh, seht ihr? Hannah ist da oben in ihrem Haus drin. Oh nein, was sie da wohl gerade macht. Oh, egal, Leute. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Prank. Und zwar gerade, wenn es passend dunkel wird, ist es der perfekte Zeitpunkt, um vielleicht bei Hannah einzubrechen und die ein oder anderen wertvollen Sachen von ihr zu klauen. Das machen wir super einfach, indem wir einfach eine geheime Unsichtbarkeitspauschen trinken. 3, 2, 1 und... Gluck, 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 gluck. Ah. Und schwupps, schon bin ich unsichtbar. Jetzt schleiche ich mich einfach zu Hannah rein und klaue ihr ein paar Sachen. Oh, ich hoffe, sie merkt das nicht. Oh, wir müssen langsam machen, Leute. Schaut mal, ich bin einfach unsichtbar. Kommt schon, Leute. Oh, ich sehe sie nicht. Da, was macht sie da? Das kommt so. Oh, das ist voll schön. Meine Kisten sind endlich richtig aufgeräumt. So, und hier... tue ich jetzt meinen wertvollsten Besitz rein. Wertvollsten Besitz?
Ein so. Beacon! Habt ihr das gesehen? Hanna hat einfach ein Beacon, Leute. Den werde ich mir jetzt schnappen. Okay, Leute, ich glaube, Hanna ist gerade nach oben. Das ist unsere Chance. Schnell rein ins Haus. Oh, okay, ganz leise jetzt. Wir müssen in einer ihrer Kisten. Oh, wisst ihr was, Leute? Wir nehmen die Kiste einfach gleich mit. Oh nein, Leute, guckt euch das an. Die schwebt jetzt einfach. Hä? Warum schwebt... Hä? Kisten können nicht schweben. Nichts wie weg, Leute. Schnell. Hey, warte. Meine Kiste. Oh, Leute, wir schweben einfach als eine Kiste. Upsi. Tut mir leid, Hanna. Ich bin's nicht. Keine Ahnung, warum deine Kiste fliegen kann. Oh nein, schnell, schnell weg, schnell weg. Stehen bleiben. Nein, nein, nein. Ich bin eine Kiste. Lalala. Oh nein, wir müssen was unternehmen, Leute. Ich gehe zu Lumi. Es reicht mir. Blöde Kiste. Nein, ich bin noch gar nicht zu Hause. Das merkt sie sonst. Wir müssen was unternehmen, Leute. Plan B. Oh nein, warte, wir brauchen meinen Zauberstab. Komm schon, wo bist du? Tornado. Oh nein, Leute, wir müssen sie aufhalten. Sie will zu mir nach Hause. Das merkt sie doch. Ich bin noch gar nicht zu Hause. Na warte, das wirst du sehen. Tornado. Oh. Hä? Oh nein. Ah! Oh, Leute, der Tornado hat Hanna einfach komplett weggeweht. Oh, das ist unsere Chance jetzt. Nichts wie nach Hause. Ganz schnell. Komm schon, komm schon, komm schon. Sonst merkt sie das noch. Lumi, beeile dich. Ab nach Hause. Beeilung. Oh, das war gerade noch mal knapp, Leute. Jetzt aber ab ins Bettchen. Oh, okay. Lumi! Lumi! Lumi, 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 Lumi! Hanna, es ist dunkel. Es ist spät. Wer hat dich denn veräppelt, dass du so spät zu mir kommst? Ich bin auch müde. Ich brauche auch meinen Schlaf. Was hast du denn, Hanna? Mein Beacon wurde mir geklaut. Dein Beacon? Wie das denn? Und dann kam noch ein Tornado. Ein Tornado? Das hat mich geschubst. Geschubst? Hanna, ich glaube, du hast schlecht geträumt. Vielleicht solltest du dich lieber wieder schlafen legen. Es ist schon sehr, sehr spät. Weißt du? Aber mein Beacon ist wirklich weg. Ja, dann geht dir doch einfach einen neuen Beacon besorgen, Hanna. Okay. Ich gehe dann in den Wald. Und wenn ich einen finde, kriegst du ihn auch nicht, weil du mir nicht helfen willst. Okay, wie du meinst, Hanna. Oh, Leute, sie meint, sie will in den Wald gehen. Das ist unsere perfekte Chance für den Prank Nummer 3. Ich glaube, ich weiß schon, mit welchem Tool wir das anstellen werden. Leute, wir müssen Hanna verfolgen. Sie meinte, sie will irgendwie in den Wald gehen. Aber ihr seht, es ist doch immer noch dunkel draußen. Der Mond scheint immer noch. Aber egal. Ihr wisst, ich habe dieses tolle Morphgerät und... Sie ist gerade da vorne. Leute, wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Wartet, ich öffne mein Morphgerät. Und zack. Ihr seht, ich habe richtig große, viele Monster. Ich werde mich jetzt einfach in einen Mutanten-Zombie verwandeln. Und damit werden wir Hanna erschrecken. Wenn euch das gefällt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Mua, mua, mua. Leute, das wird der absolute Wahnsinn. Ich bin einfach ein riesengroßer Monster-Mutanten-Zombie. Ich glaube, davor wird Hanna richtig Angst bekommen, Leute. Oh mein Gott. Wir müssen Hanna jetzt nur finden. Sie ist irgendwo hier langgelaufen. Oh, wo steckt sie denn? Irgendwo hier muss sie doch sein. Ich rieche sie irgendwo. Oh, da ist sie. Showtime, Leute. Oh, oh. Hilfe! Ich bin ein Monster. Nein. Und ich werde dich essen. Oh. Du das nicht. Ich schmeck gar nicht. Aua. Oh Mann, das funktioniert super, Leute. Aua, Lumi, Hilfe. Oh, nein, sie ruft mich, Leute. Oh nein, wartet, Rückzug. Oh, lecker, lecker, ich brauche Essen. Lauf lieber weg. Lumi wird dich besiegen. Lumi, Lumi wird dich besiegen. Ich bin doch Lumi. Schnell zurückmorphen und zack, da bin ich. Und jetzt werde ich den Retter spielen, damit sie mich wieder mag, Leute. Oh, Lumi ist schon zur Rettung unterwegs. Oh, oh, oh. Hanna, was machst du denn hier draußen? Lumi, da war gerade ein riesiger Zombie. Es und ist... der wollte mich essen.
Es ist Mitternacht. Du erzählst irgendwas von Zombies. Was machst du hier draußen, Hannah? Ich wollte mir ein Beacon suchen. Ein Beacon? Ach Mann, hättest du das mal mit mir gemeinsam gemacht. Siehst du, jetzt ist dir noch irgendetwas zugestoßen. Oh Mann. Aber du wolltest nicht mitkommen. Ich hab dich doch gefragt. Sollten wir wieder nach Hause gehen. Es ist echt spät, Hannah. Außerdem, ich glaube, die Sonne geht schon wieder auf. Wir haben eine komplette Nacht durchgemacht. Komm schon, lass uns nach Hause gehen, Hannah. Glaub mir, zu Hause wird alles wieder gut, ja? Okay. Oh, Leute, ich habe mich beeilt. Es ist wieder hell. Ich bin extra vorgelaufen. Hannah ist irgendwo noch hinten. Die Zeit müssen wir nutzen. Ich muss noch den nächsten Prank vorbereiten, Leute. Und zwar werde ich an Hannas Haus einfach Kameras platzieren, damit ich gleich sehe, wenn sie kommt. Und dann werde ich einen riesengroßen Meteoriten auf ihr Haus pfeffern lassen. Aber dafür müssen wir erstmal eine Kamera platzieren. Am besten machen wir das da oben. Ich muss da kurz rankommen. So, komm schon. Ab nach oben mit dir, Lumi. Okay, jetzt hier am besten eine Kamera platzieren. So, zack, perfekt. Und verbinden. Und jetzt kann ich hier in die Kamera gucken und sehe immer, wann Hannah zu Hause ist oder wann sie gerade nach Hause kommt. Oh, das ist der perfekte Zeitpunkt für den nächsten Prank. Es wird so super fantastisch, Leute. Lasst dafür unbedingt nochmal ein Like und ein Abo da. Okay, ich bin wieder raus aus der Kamera. Und dann würde ich sagen, bereiten wir direkt Lumi. Die nächste... Hannah, Mensch, du bist ja auch schon da. Warum bist du denn so vorgelaufen? Ich gar nicht hinterherkommen können. Ich wollte gucken, ob dein Haus sicher ist. Nicht, dass wieder eingebrochen wird und wieder irgendwie jemand ein Beacon klaut. Deswegen war ich schon zeitiger hier. Genau deswegen. Ach du Dussel, ich hab doch kein Beacon mehr. Ja, aber fast so eine... Ist auch egal, wir sehen uns später. Mach's gut. Okay, aber Lumi, warte. Ja... Bitte ruf mich jetzt nicht an. Ich bin müde. Ich habe die Nacht nicht geschlafen. Und ich muss schlafen. Okay. Wie du meinst. Danke, Lumi. Gute Nacht. Schlaf gut. Oh, das lasse ich mir nicht gefallen. Rein in die Kamera. Oh, ich höre sie durch die Kamera. Seht ihr ihr Name, Leute? Sie ist oben im Dachgeschoss. Das ist perfekt für den Prank. Denn jetzt heißt es Showtime. Und Meteoriten werden vom Himmel fallen. Oh, das wird so cool, Leute. Und bereitet euch darauf vor. Das wird der Hammer. Wir müssen uns nur ein wenig zu ihr Haus schleichen. Okay, Leute. Aber bitte verratet ihr nicht, dass ich das war. Sonst wird sie richtig sauer auf mich. Oh, Leute, seid ihr bereit für den Meteoriten? Okay, Achtung. Und Meteorit kommt. Achtung. Heiliger Bimbam. Was war das denn? Oh, Leute. Ihr halbes Haus ist kaputt gegangen. Oh mein Gott, mein Dach ist kaputt. Warte mal, Hannah. Was ist denn hier so laut? Hier hat's ja richtig gedonnert. Ach du grüne Neune. Was ist denn mit deinem Dach passiert? Ich weiß es nicht. Ich hab geschlafen und dann kam ein Knall und dann wurde ich wach. Lass mich das mal anschauen. Das sieht ja echt nicht gut aus. Hast du dir schon die Hinterseite des Hauses angeschaut, Hannah? Ist da auch alles in Ordnung? Gute Idee, ich guck kurz nach. Oh, direkt nochmal. Oh nein, Hannah. Oh nein, mein Hannah. Haus brennt. Dein Haus hat Funken gefangen. Es fängt alles an zu fackeln. Oh nein. Du arme Hannah. Aber wo soll ich jetzt wohnen? Wie wär's, wenn du, du kannst, da oben im Wald schlafen. Aber das sind doch Monster. Stimmt, da hast du auch wieder recht. Aber dein Haus ist hinüber. Es scheint so, als wären da irgendwie Meteoriten oder sowas eingeschlagen. Echt merkwürdig, oder? Ja, aber es ist gemein. Oh weia. Leute, was machen wir nur mit Hannah? Vielleicht wäre es gut, wenn wir den letzten Prank vollenden, Leute. Und dafür habe ich mir was Besonderes überlegt. Aber wartet ab. Hannah, ich muss jetzt auch los. Ich würde sagen, wir sehen uns heute Nachmittag. Ich muss noch für die Schule lernen. Wir sehen uns später. Okay, dann schlafe ich bei Schleimi. Schlaf bei Schleimi von mir aus. Okay, Leute. Wir müssen den letzten Prank vorbereiten.
Und zwar werden wir Hannah entführen. Aber nicht als Lumi. Natürlich müssen wir unser Morphgerät nehmen. Oh, wir morphen uns am besten in ein anderes Mädchen. Weil, Leute, ich glaube, anderen Mädchen vertraut Hannah. Deshalb ist das perfekt, um sie zu pranken. Okay, und jetzt seht ihr, ich habe ein Seil. Mit dem Seil werde ich Hannah fesseln und dann werden wir sie entführen. Und irgendwo in eine Klippe runterwerfen. Haha, das wird so cool. Okay, jetzt müssen wir nur zu Schleimis Haus. Ich meine, sie meinte ja, sie ist bei Schleimi. Das werden wir uns jetzt anschauen gehen. Okay, nichts wie... Los, Leute, Hannah ist da vorne. Sie geht. Wo geht sie denn jetzt hin? Sie wollte doch bei Schleimi im Haus. Schlafen. Wer weiß. Ich würde sagen, wir verfolgen sie einfach heimlich. Leute, kommt schon, Beeilung. Oh, langsam, aber sicher. Komm schon. Was macht sie da? Wo geht sie hin? Sie läuft den Berg da hoch. Ich werde mir das anschauen gehen. Hannah, du entkommst mir nicht. Oh, ich werde dich jetzt fesseln. Und dann werden wir dich eine Klippe runterwerfen. Oh, komm schon. Sie ist irgendwo da hinten. Da. Jetzt aber nicht sie hinterher, Leute. Ich hoffe, sie wird sich mit mir anfreunden, weil ich bin ja schließlich auch ein Mädchen. Los, Lami, sei mein Freund. Ja! Du bist mein neuer bester Freund. Was zur Hölle macht sie da? Oh, was ein schönes Kamel. Oh. Das sind doch keine Kamele. Das sind Lamas. Lamas. Wer bist du eigentlich? Ich bin Hannah und das ist mein bester Freund Lami. Und wer bist du? Lami, mein Name ist Lilly. Hast du Lust, meine Freundin zu sein? Oh ja, ich habe noch nie eine Freundin gehabt. Immer nur Freunde. Oh, siehst du, dann bin ich deine erste Freundin. Darf ich vielleicht auch mal auf dein Lami drauf? Natürlich, bitteschön. Oh, das ist ja richtig lieb von dir. Hannah! Hahaha! Du wirst jetzt mitkommen! Du bist jetzt meine Gefangene! Oh, Leute, es hat funktioniert! Ich habe Hannah einfach gefangen! Oh, wie gefällt es dir, ha? Gar nicht! Mach mich wieder los, Lilly! Nein, Leute, denn ich werde mich jetzt in eine Fledermaus verwandeln und jetzt heißt es abheben! Oh, Leute, wie cool. Leute, ich Hilfe! Hab sie. Oh, schreien. Ich werde von einer Fledermaus führen. Bitte hilf mir. Leute, ich werde sie jetzt hier runterwerfen ins Wasser. Ich will das nicht. Und abwerfen. Ah! Oh, Mann. Es hat hervorragend funktioniert. So, ich glaube, sie ist untergegangen. Upsi. Und da bin ich. Oh. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und Abo da. Checkt meine Freundin ab. Und vergesst nicht, rechts auf das Video drauf zu drücken. Müsst ihr auch angucken.